Frachter Parkanlage, Quadrant G80, Imperial City. Nee, wünschte, sie hätte sich ein besseres Sicherheitssystem für die Kornokopie ausgesucht. Die Außenkameras des Frachters verschafften ihr nur einen begrenzten Blick auf die Außenwelt und filmten lediglich die kritischen Bereiche, die sie aus Sicherheitsgründen im Auge behalten musste. Die Frachtrampe, die Triebwerkentlüftungen, der Boden direkt um die Landstreben und die Hauptluke. Während sie da saß und grübelte, wer auf dem Gelände lauern könnte, um sie festzunehmen, wurde ihr bewusst, wie viel sie nicht sah. Und in ein paar Stunden wird es auch noch dunkel. Entspann dich nie. Brudi sah aus, als würde er völlig von seinem Datapad beansprucht, aber er sah mehr aus seinen Augenwinkeln, als sie angenommen hatte. Die Eier zerbrechen schon nicht. Im Frachtraum befand sich, fest an Deck gesichert, eine ganze Palette verschiedener Eier. Nuna, Malello, sogar ganze Eier, von denen eines eine ganze Mahlzeit hergab. Nie hoffte, die restlichen Aufgaben auf ihrer Liste wären ebenso leicht zu erledigen wie der Einkauf der Lebensmittel. Wenn sie gewusst hätte, wie lange sie hier festsitzen würden, hätte sie sehr viel mehr Vorräte aufgefüllt. »Ich sorge mich nicht um zerbrochene Eier«, sagte sie, »eher um andere zerbrochene Dinge, zum Beispiel Beine und Hälse.« Ein großes Leuchtzeichen auf der anderen Seite des Geländes regte sie wirklich auf. Es war das einzige neue, glänzende Etwas, das sie in der Gegend entdecken konnte, die noch Zeichen der Bombeneinschläge der fehlgeschlagenen separatistischen Invasion trug. Explosionszernarbte Wände und Lücken in den Häuserzeilen wie fehlende Zähne. Das leuchtende Schild zeigte einen freundlichen, aber ernsten Kopf und einen Sturmtruppler, Seite an Seite. Die Hüter des neuen imperialen Friedens. Und unter ihnen stand, verdächtig, fehl am Platz, melde es, sei Auge und Ohr des Imperiums. Die Plakate waren groß, grell und überall. Sie fand es richtig unheimlich. Schmälert das Ansehen des Militärs, oder? Jing rollte mit den Schultern, als wäre ihm die neue Rüstung zu eng. Die Nulls waren stärker gebaut als der Durchschnittssoldat, und Nie fragte sich, wann sich die ganzen überflüssigen Mahlzeiten zum Zeitvertreib auf Kyrimurut um ihre Teilen herum bemerkbar machen würden. Als nächstes lassen sie die Sturmis Strafzettel verteilen. Nie streckte ihren Arm aus und zupfte an seinem Gürtel. »Ich würde euch empfehlen, mal die geheimen Tanks auf ihre Größe zu testen, Jungs. Die Jedi fanden es ziemlich eng, und wir haben auf dem Rückweg 6 stramme Jungs zu verstecken.« »Aber nicht lange«, entgegnete Brudi. »Außerdem halten diese Anzüge eine halbe Stunde im Vakuum aus.« Nie malte sich Klone aus, die sich außen an ihr Schiff klammerten wie Salgari-Straßenkinder, die sich eine umsonst Mitfahrgelegenheit an einem Transportkletter erschleichen. »Das musst du mir genauer erklären.« »Nun, das bedeutet, dass sie auch komplettes Untertauchen aushalten. Wer sucht schon in einem vollen Wassertank nach Illegalen oder in einem vollen Treibstofftank, wo wir schon dabei sind?« »Das ist verrückt«, sagte Nie. Allein der Gedanke ließ sie schaudern. Der Treibstoff bestand aus flüssigem Trimoseratat. Nicht ganz so flüchtig wie flüssiges Metall, dennoch fies genug. »Ihr habt sie doch nicht alle.« »Wir können's nicht ändern, Burika.« Brudi stand auf und hielt sich einen Finger ans Ohr. Er hatte gerade der Audioübertragung von Niner gelauscht, aber er überspitzte es zu einer glaubhaften Darstellung eines Wahnsinnigen. »Die Eiwapen haben uns verrückt gebaut.« Mireille zog eine Braue hoch. »Solange ich mich nicht im Klärtank verstecken muss.« »Vielleicht versuchen sie nicht einmal an Bord zu kommen«, spekulierte Ordo. »Außerdem finde ich euren Mangel an Glauben an die imperiale Ausstattungsqualität beklagenswert.« Mireille biss nicht an. »Heute ist jeder ein Witzbold.« »Also, wie lautet der Plan nun?«, fragte Nie. »Sitzen wir hier einfach rum?« Sie widersetzte sich einem Imperator, der einen ganzen Planeten dafür auslöschte, dass die Bewohner sich mit ihm anlegten, und sie hatte Angst, sie könne das schwache Glied sein, das die gesamte Mission gefährdete. Die Nulls mochten die Sache abreiten, ohne einen Tropfen Schweiß zu verlieren, aber sie lief Gefahr, alle zu enttäuschen, indem sie aussah, als hätte sie etwas zu verbergen, wenn sie durch die Abflugskontrollen mussten. Warten war nicht leicht. Es gab einem zu viel Zeit, sich Sorgen zu machen. »Genau, wir sitzen hier rum«, bestätigte Brudi. »Es sei denn, Niner bittet um Unterstützung.« Ordo war nie sehr gesprächig. Er starrte auf den Chrono am Schott und wartete auf etwas ganz anderes. Seine planmäßige Lageberichterstattung ans Kirata. Auf den Punkt genau alle 6 Stunden meldete er sich über Kommen Kyrimurut, um ihn auf dem Laufenden zu halten.
Nie beobachtete seinen starren Blick auf die Sekundenanzeige des Kronos. 5, 4, 3, 2. Kalbo, ihr? Alles bestens hier. Ich nehme an, du hast die Nachrichtenberichte über Gebat gesehen. Jang, Mirel und Brudi schienen die Unterhaltung zu ignorieren. Brudi lauschte Nainas Audioübertragung, während er ein technisches Handbuch las und sich am Rand Notizen machte. Jang und Mirel sahen sich irgendetwas auf Jangs Datapad-Schirm an. Boah, meine Güte, sagte Jang voll selbstgefälliger Zufriedenheit. War mein kleines Hintertürprogramm nicht fleißig? Es ist doch immer erfreulich, wenn die Sprösslinge groß werden und anfangen, Ableger zu treiben. Ist das das Zweite, das du ins System geschleust hast? Fragte Nie. Sie waren so gutgläubig in der Republik, so unschuldig. Was hat es gefunden? Bist du sicher, dass du das wissen willst? Viel Wissenschaft, viel böse Magensäure. Skirata hatte erklärt, wie Jang das enorme Vermögen des Clans organisiert hatte, indem er über das galaktische Verrechnungssystem nur einen Credit, manchmal nur einen halben, von Billionen Bankkonten abgeschöpft hatte. Das war nach jedermanns Maßstäben Bankraub im großen Stil. Diebstahl, Betrug, etwas sehr Unrechtes. Wenn Jang in eine Filiale der Kernbanken spaziert wäre und das Personal mit dem Plaster umgenietet hätte, bevor er mit Säcken voller Credits abgehauen wäre, dann hätte Nie ihn als Verbrecher eingestuft. Aber wenn sie ihm zuschaute, wie er so eindeutig entzückt in seinem technischen Genie schwelgte, sah sie nur einen netten jungen Mann, der den schlimmsten erdenklichen Start ins Leben gehabt hatte und der nun das Gleichgewicht für andere junge Männer wie ihn wiederherstellte. Skirata nannte es soziale Besteuerung. Nie versuchte herauszufinden, wie weit die Nulls gehen mussten, bevor sie sie furchteinflößend oder abstoßend finden würde. Dennoch waren sie Killer und Saboteure. Ganz gleich, wie freundlich sie sich zu Tieren und wie höflich sie sich zu alten Damen verhielten. Unverschämt gefährliche Männer, dazu gezüchtet, den Tod zu bringen. Nie befand sich lediglich innerhalb des Abwehrkreises der Nulls und nicht als Ziel außerhalb ihrer Schutzgrenze. Ob sie mich umbringen würden, wenn sie der Meinung wären, ich sei eine Gefahr für Skiratas Pläne? Sie kannte die Antwort, selbst wenn die Nulls sie nicht kannten. Treibt es Pelpi mal wieder in den Ruin? Fragte sie vorsichtig. Isto stöbert eher seine Schubladen. Jang lächelte. Es bewahrt viel darin auf oder bezahlt zumindest seine Helferlein, die das für ihn tun. Jeder Bürger einer Datenbank, Daten, die unter Abteilungen aufgeteilt werden, Angestellte, die den Namen ihrer Arcs als Passwort benutzen. Wenn man erst einmal die erste Stufe der Sicherheitsvorkehrungen hinter sich hat, kann man fröhlich durchs System wandern und abziehen, was einem gefällt. Schatzamtsdaten, Bankgeschäfte, persönliche Details über imperiale Angestellte, Beschaffungsprogramme, Fahrpläne von Regierungsleitern. Du würdest staunen, was für ein Bild sich aus dem ganzen Kram ergibt. Nein, würde ich nicht, denn ich habe für euch und KDY ausspioniert, es schon vergessen, sagte Nie. Das hast du, Mireille lächelte. Kalbo, ihr gefällt's, wenn seine Frauen etwas waghalsig sind. Ordo schenkte ihnen keine Beachtung und war noch in das Gespräch mit Skirata vertieft. Er schien mehr zuzuhören als zu reden und schloss gelegentlich die Augen, als hätte er Mühe, sich zu konzentrieren. Nie hörte ihn sagen, tja, das ist eine Überraschung. In Ordnung, Buia. Ordo, Ende. Allein das war beunruhigend. Ordo hatte immer alles untermauert und unter Kontrolle. Soweit Nie das beurteilen konnte, wurde er nie von irgendetwas überrascht. Was ist deine Überraschung? Fragte Mirel. Ordo setzte sich und streckte die Beine aus. Ha, ratet mal, wer nach Asyl sucht. Mace. Nie konnte sich nicht erinnern, Captain Mace begegnet zu sein. Die anderen Klone vermittelten ihr den Eindruck, er sei humorlos und einsam, obwohl Fei sagte, dass er für einen Alpha-Holzkopf ganz in Ordnung sei, was immer das auch bedeutete. Ordo schien vor ihm eine Art widerwilligen Respekt zu haben. Er beschrieb ihn als beharrlich. Wirklich? Sagte Mirel. Er scheint dich zu vermissen, Ordika. Kalboir knobelt schon aus, wie er ihn nach Mandalore holen kann. Er ist nicht direkt dorthin gegangen. Komisch. Vielleicht hat er gedacht, das wäre ein zu offensichtlicher Standort für Kuromurut. Ach ja, und Jang. Kalboir will, dass dein Programm mal auf die Suche nach Alas Strafregister geht. Er will die Einzelheiten über ihre Morde wissen. Sie hat Bardika angegriffen. Und je mehr Hintergrundinfos sie haben, desto bessere Chancen bestehen für ihre Heilung. Nie erschrak. Ist alles in Ordnung mit ihm? Gebrochene Nase und ein paar Kratzer. Geht ihm gut.
Brody schüttelte den Kopf. Offenbar fand er das Ganze höchst fragwürdig. Nie hatte das Gefühl, die Nulls würden alle akzeptieren, weil Skirat das Wort Gesetz war, dass sie sie aber, wenn es nach ihnen gegangen wäre, nicht gerettet hätten. »Wenn die auf mich mit einem Hackebeil losgeht«, sagte Mirel, »vergesse ich meine guten Manieren.« Niemand sprach über Gibbat oder darüber, wie Uta die Nachricht aufgenommen hatte. Die einzige Frage lautete wahrscheinlich, inwieweit sie der Schock gelähmt hatte und ob die Wissenschaftlerin weiter ihre Aufgabe verfolgen konnte. Das Versprechen, wieder nach Hause zurückkehren zu dürfen, war das einzige gewesen, was sie am Arbeiten gehalten hatte. Brody hielt plötzlich einen Finger hoch, um für Ruhe zu sorgen, und starrte durch das Schott ins Leere, als würde er sich auf die Audioübertragung konzentrieren. »Hey, Naina ist in Bewegung«, sagte er. »Melusa hat ihn und da zu einer Besprechung bestellt.« »Nur die beiden?«, fragte Ordo. »Die anderen nicht?« »Hört sich ganz danach an. Vielleicht sind sie ja der Kantinenachtig des Monats, weil sie Karmas erledigt haben. Hauptgewinn.« »Wir haben noch ein paar Stunden. Was immer es ist, wir können auf sie warten.« Ordo verschränkte die Arme und sah entspannt genug aus, um einlösen zu können. Die Null schien dieses Gefahrenniveau als absolut normal anzusehen und nie beneidete ihre lässige Zuversicht. Skirata hatte es klasse hinbekommen, sie in dem Glauben zu erziehen, sie könnten absolut alles schaffen. Die Tatsache, dass sie mit ihnen hierher gekommen war, bewies es. Am helllichten Tag in den Vorgarten des Imperators zu spazieren, um ihn aufs Kreuz zu legen, wirkte bei ihnen wie Routine. Ordo sagte, die beste Zeit für solche Operationen wäre die Nacht, aber Nia hatte schon immer ein bisschen Angst im Dunkeln gehabt. Menschen hatten sich nicht ohne Grund mit dieser fest veranlagten Furcht entwickelt. Die Dunkelheit war gefährlich. Sie stellte ihren Sitz so ein, dass sie die Aufnahmen der Sicherheitskameras im Auge behielt und erwartete jederzeit ein Klopfen an der Luke und eine Stimme, die über Megafon forderte, dass sie mit den Händen über dem Kopf den Frachter verlassen und sich ergeben sollte. »Also was denkst du, ist auf dem Chip?«, fragte Mirel. »Namen, Orte, Codes.« »Man sollte meinen, die würden sich Dinge einprägen, anstatt sie aufzuzeichnen.« Jing schüttelte den Kopf. »Die lernen's nie.« »Guter alter Yalla«, murmelte Brody. »Aber der Tag wird bald kommen, an dem wir ihn auch raushauen müssen. Er wird erwischt werden.« Ordo blickte aus dem Seitenfenster. Die Cornucopia stand zu hoch über dem Boden, als dass irgendjemand in das Cockpit hätte sehen können. Außerdem hatte nie dafür gesorgt, dass das Schiff von den Sicherheitskameras abgewandt stand. Die schienen sowieso nur symbolischen Wert zu haben. Niemand stellte auf diesem Gelände kostbare Schiffe oder Fracht ab. Man konnte viel zu leicht eindringen. Deswegen hatten sie sich diesen Platz ausgesucht. »Gerade wenn man glaubt, die Ahoetis wären alle gleich«, meinte Ordo, »trifft man wieder einen, der sein Leben für einen aufs Spiel setzt.« Nie dachte mit einem mulmigen Gefühl im Magen darüber nach und eine kurze Weile sah sie sich selbst von außerhalb. Eine verrückte alte Witwe mit einem ramponierten Schiff, die Staatsfeinde schmuggelte, sich mit einer Bande Attentäter und Diebe herumtrieb und versuchte, einen Diktator auszutricksen, der einen ganzen Planeten abmuckst, um seinen Standpunkt klarzustellen. In ihrem Alter hätte sie Westen für Katika stricken und ihm Geschichten erzählen sollen. Aber verängstigt oder nicht, verrückt oder nicht, es gab ihr das Gefühl, 30 Jahre jünger zu sein.